Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe mir heute überlegt, wir machen mal eine kleine Frage-Antwort-Runde. Allerdings ein bisschen anders. Also erstmal, ich persönlich feiere es übelst, wenn wir die Frage-Antwort-Runden über Instagram machen. Weil da kommen einfach die besten Fragen bei rum. Fragen und Antworten über YouTube-Kommentare funktioniert bei uns irgendwie leider nicht. Kann daran liegen, dass es vielleicht zu wenig Kommentare sind oder kann auch daran liegen, dass die Kommentare schlecht gefiltert werden. Aber es funktioniert über Instagram deutlich besser. Der eine oder andere, der auf der ersten Motorshow war, hat aber mit Sicherheit gemerkt, ich war wirklich bemüht, maximal viele Fragen von euch zu beantworten. Natürlich kann ich nicht dauerhaft vor dem Auto stehen, das funktioniert nicht mehr. Aber wir haben dieses Jahr unseren Tresen extra so gestaltet, dass wir eine Seite haben, die zum Gang hin ist. Und da war ich dann wirklich 3-4 Stunden immer am Stück und habe schon möglichst viel beantwortet. Ich merke allerdings auch, dass ihr mir gar nicht unbedingt zu viele Fragen stellen wollt, weil hinter euch stehen 50 Leute. Und das muss natürlich auch ein bisschen vorangehen. Deswegen habe ich mir überlegt, wir machen am besten die Fragen hier. So kriegt jeder, zumindest jeder, von den Fragen, die ich natürlich hier durchgehe. Ich kann nicht alle durchgehen. Leider zeigt Instagram nicht an, wie viele es sind. Aber ich würde mal aus dem Bauch heraus sagen, wir reden hier locker von 10.000 Fragen. Das funktioniert natürlich nicht. Wenn wir 20 schaffen, ist das schon gut. Aber ich denke, in Summe wird es einfach geil. So, erstmal nochmal zu den letzten Tagen. Nochmal, ich kann es nur wirklich in jedem Video wieder sagen, vielen, vielen Dank, die alle an diesem Projekt mitgewirkt haben in den letzten Wochen. Ich habe so viele neue Leute in mein Herz geschlossen, die zuverlässig perfekt mitarbeiten, was heutzutage wirklich selten ist. Das heißt, wenn ich diesen Leuten eine Aufgabe gegeben habe oder diese Leute sich selber diese Aufgabe gesucht haben, hat das wirklich zu 100% immer funktioniert. Und so haben wir es tatsächlich geschafft, das Auto in der Kürze der Zeit zur Messe noch fertig zu machen, so dass es da steht. Natürlich ist das Ding noch lange nicht fahrbereit, aber es ist schon immerhin ein Rolling Chassis. Das heißt, wir können jetzt in den nächsten Monaten, wenn ich gerade rausgucke, das Wetter ist ziemlich bescheiden, ganz in Ruhe Motor fertig machen, Elektrik fertig machen, Technik fertig machen. Das heißt, wir haben auch jede Menge Content, der für euch definitiv interessant ist, wie wir dieses Projekt zu Ende bringen. So, war schon ein stark emotionaler Moment, als das Ding dann so nach 2 Jahren endlich auf eigenen Rädern stehend wieder aus dem Ladenverkauf gerollt ist. Klar, fahren wäre natürlich noch cooler gewesen, aber jeder von euch weiß auch, wie lange das noch hin ist, bis so ein Auto dann endlich fährt. Somit war der Moment so schon, ja. Umso krasser ist es natürlich, wie ihr darauf reagiert. Wirklich, was ich so im Internet lese, sehe, wie viele Leute das Auto posten, mich verlinken, vor Ort ankommen und wirklich einfach nur vollsten Respekt aussprechen. Das hört man schon wirklich gerne, das muss man wirklich so sagen. Also da hat sich definitiv jeglicher Aufwand. Ganz viele von euch haben auch wirklich gesagt, boah, wirklich heftig, nach der Nummer das Ding so nochmal wieder aufzubauen und tatsächlich nochmal wieder draufzulegen. Also da muss ich wirklich sagen, soll der Dank auch gar nicht an mich gehen, sondern wirklich an alle, die mitgeholfen haben, die an einem Strang gezogen haben. Wirklich, wir hatten das Ziel, das Auto steht auf der Messe, sobald eine Messe wieder stattfindet. Und das hat jetzt geklappt und zumindest optisch von außen auch fertig. Und sieht auch wirklich, wirklich geil aus. So, jetzt kommen wir aber zum eigentlichen Punkt. Ihr habt mit Sicherheit da noch ein paar Fragen zu. Ich habe noch gar nicht reingeguckt. Das werde ich jetzt tun. So, okay. Gleich, ich gucke mal so ein bisschen, dass ich die interessanten Fragen rauspicke. Oder die Fragen rauspicken, die häufig gestellt werden. Allererste Frage, wie viele Stunden sind bisher in das Projekt geflossen? Fragt Alex. Extrem gute Frage. Bin eigentlich ganz gut im Kopfrechnen. Ich überschlage mal einfach kurz. Ich würde jetzt mal so auch im Bauch heraus sagen, wenn ich jetzt wirklich jede Stunde von jedem, der daran beteiligt war, nehme und dann auch noch die Stunden, die wir auf der Autobahn verbracht haben, die Stunden, die ich am PC verbracht habe, Teile suchen, die Stunden, die irgendwelche Jungs von mir an den Maschinen verbracht haben. Also ich würde sagen, wenn ich 1000 Stunden sage, ist das definitiv nicht zu wenig. Also ich denke mal schon, dass 1000 Stunden in das Auto reingegangen sind. Nächste Frage. Steht das 400 km/h Projekt vor mit JP noch? Ich glaube, ich habe es mittlerweile 10-mal gesagt. Ich werde es weiter sagen, weil auch ganz viele auf der Messe angekommen sind. Nein, wir werden mit diesem Auto keine 400 fahren.
Das Projekt steht auch nicht mehr. Mit dem Abbrand der alten Limo war das Projekt definitiv gestorben. Es war vorher schon gestorben, weil wir gar keine Reifen bekommen haben. Ohne die passenden Reifen können wir dieses Projekt einfach gar nicht durchziehen. Das heißt, solange es da nicht die passenden Reifen gibt, wird sich da auf jeden Fall nichts tun und es wird sich auch auf gar keinen Fall mit dem Auto was tun. Also 400 km/h fahren irgendwann mal auf jeden Fall, ist so ein Traum von uns beiden, den man auf jeden Fall gerne mal realisieren würde, aber definitiv nicht mit dem Auto. Nächste Frage, die fasse ich einfach jetzt mal zusammen, weil das auch ganz viele gefragt haben. Hat alles an dem Auto TÜV? Kann ich euch auch nur die gleiche Antwort zu geben. Das Auto steht seit 5 Tagen auf eigenen Rädern. Noch hat da gar nichts TÜV dran. Was da daran TÜV bekommen wird, weiß ich nicht. Fakt ist nur, wenn wir jetzt von den Sachen ausgehen, die aktuell im Fahrzeug dran sind, alle Teile entsprechen den Abmaße und der Optik der Originalteile. Es stehen keine Spoilerkanten oder so raus. Es gibt ein Splittergutachten für. Das heißt, es ist nicht definitiv unmöglich, diese Teile eintragen zu lassen. Man muss halt nur einen TÜV-Prüfer finden, der mit sich beschäftigt. So. Natürlich wird man da vielleicht das eine oder andere Gutachten oder den einen oder anderen Test noch zu machen müssen, aber bisher diese ganze Carbon-Thematik sehe ich ehrlich gesagt nicht allzu schwierig, weil wir haben nichts weggecleant, wir haben nichts verbreitert, wir haben nichts geändert, sondern es ist einfach erst 4 Teile, welches übrigens heutzutage nicht mehr gibt, das ist auch noch ein Punkt, Stoßstange vorne nicht mehr lieferbar, ich glaube Stoßstange hinten auch nicht, somit sehe ich das nicht als unmöglich. Nächste Frage, war glaube ich die beliebteste Frage auf der Messe, wann kommt der Motor rein? Gute Frage. Wüsste ich auch gerne, weiß ich aber nicht. Freue mich allerdings extrem drauf, diesen Motor zusammenzubauen, weil die Thematik Motor wird mittlerweile auch genauso krass eskalieren wie die Thematik mit dem Carbon. Das heißt, ihr habt die Basis ja schon gesehen, Trockensumpf, einmal alles. Das heißt, mein Bauchgefühl sagt mir, ich werde Januar, Februar anfangen, den Motor zusammenzubauen und der wird dann irgendwann April, Mai vielleicht so in das Auto reinkommen. Also das ist so mein Zeitplan, den ich mir da stricke. Gute Frage. Gab es jemals einen Punkt beim Umbau, wo du dir dachtest, hätte ich das Projekt doch nicht angefangen? Kann ich ganz klar mit einem Nein beantworten. Gab es wirklich nicht im Ansatz. Ich habe nicht eine Sekunde bereut, dieses Auto wieder aufzubauen, beziehungsweise ein neues aufzubauen. Ich habe nicht eine Sekunde bereut, das alles in Carbon zu machen. Das muss man mir wirklich lassen. Ich bin eine sehr, 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 sehr geduldige Person. Ich weiß, wie... Man sagt immer so, ach, jetzt kam die Messe wieder spontan. Nein, natürlich wissen wir alle, wie stressig es vor der Messe dann wird. Ich bin aber bereit, diesen Stress einzugehen und ich weiß halt auch im Vorfeld, dass dieser Stress kommen wird. Meine Frau weiß auch von diesem Stress vor der Messe. Das heißt, die gibt mir da dann auch immer volle Rückendeckung, dass wir Tag und Nacht am Schrauben sind. Und deswegen, nee, für mich gab es keinen einzigen Punkt, wo ich gesagt habe, ich würde sogar ein drittes Mal machen, ganz ehrlich gesagt. Also ist jetzt nicht so, dass die, es ist wirklich Arbeit, die mir Spaß macht, die ich gerne mache. Weil ich bin halt einfach jemand, der gerne schraubt und gerne so einen geilen Scheiß zusammenschraubt. Sind die Felgen jetzt Einzelanfertigung oder könnte man die Felgen auch kaufen? Sind eine Einzelanfertigung. Es ist eine 2.0 von meiner alten Felge. Die alte Felge war mehrteilig, die neue Felge ist einteilig mit einer ähnlichen Optik, weil der Vorteil einer einteiligen Felge ist, wir können sie leichter bauen. Das heißt, die neue Felge ist leichter und somit besser. Dimension 10x20, ET30, ET20, vorne immer ein bisschen weiter rein, wegen Bremse. Könnt ihr 1:1 so bei Yusuf Yilo Performance kaufen. Könnt sie auch für ein anderes Fahrzeug kaufen. Also Yusuf baut euch auch die Felgen für BMW, RS6, R8, wie auch immer. Also gibt es bei Yusuf definitiv als Anfertigen so zu kaufen. Nächste Frage. Boah, eigentlich muss ich die Fragen gar nicht vorlesen, weil ich weiß die Fragen aus dem Kopf, weil ich ganz genau weiß, was hier immer steht. Auf welche Endleistung zielst du ab? Waren ganz viele Fragen. Natürlich wird das Ding nicht weniger Leistung als vorher haben. Letzter Stand waren ja 1270 PS. Mein persönliches Bauchgefühl sagt mir, es wird Richtung 1400 gehen. Das ist so das, was ich denke, was dieser Motor noch relativ gut, konstant mit der Art von Kraftstoff drücken wird. Also 1400 wäre ein Ziel, die ich auf jeden Fall gerne erreichen würde. Nächste Frage kam auch ganz oft vor Ort, hatte fast ein schlechtes Gewissen, dass ich hier nicht beantworten kann. Aktuelles Gewicht weiß ich nicht, weil mich das ehrlich gesagt nicht interessiert hat, weil was bringt euch ein Gewicht mit ein paar Achsen drin, wo man gar keine Relation zu hat, was alles noch eingebaut werden muss.
Also ich denke, das Auto, so wie es da steht, wird irgendwas zwischen 450 und 500 Kilo wiegen, so in Richtung 500. Da fehlt aber noch komplett Motor, Elektrik, Innenausstattung und so weiter. Das heißt, die Zahl ist einfach nicht aussagekräftig. Wann kam es zu der Entscheidung, alles in Sichtcarbon zu machen? Gute Frage. Müsste ich kurz drüber nachdenken. Die kam. Es war nicht sofort der Fall. Wir wussten ja am Anfang noch nicht, ob wir das Auto mit Seitenteilen hinbekommen. Also die Idee des Sichtcarbons kam definitiv erst zu dem Zeitpunkt, wo sicher war, ja, wir kriegen, beziehungsweise ja, Artyom, er kriegt Sichtcarbon, sorry, er kriegt Seitenteile in Carbon hin. Erst als der Punkt feststand, wenn ich dann auf die Idee komme, ey Jungs, wenn wir so richtig einen raushauen wollen, 2.0, muss es halt Sichtcarbon werden. Artyom hat erstmal gesagt, ey Digga, bei Artyom ist jedes zweite Wort, Digga. Das kriege ich nicht hin. Kriege ich nicht hin, weil ihr habt ja gesehen, wie krass der Faserverlauf ist. Und bei Artyom ist es immer so, der kann brutal viel. Man muss es immer nur so aus ihm rauslocken. Und dann, gefühlt 2 Stunden später, schrieb er, er hat eine Idee, kriegen wir vielleicht auch hin. So, jetzt muss man auch dazu sagen, oh, Telefon bimmelt. Jetzt muss man dazu sagen, er sagt, das Sichtcarbon machen von diesen Teilen bauen ist fast doppelter Aufwand. Weil wirklich diese äußerste Matte, die ihr sehen könnt, ist nicht nur eine Matte, sondern die ist geschnitten. Das heißt, wenn man ganz genau hinguckt, sieht man, dass an manchen Kanten 2 Matten aneinander liegen, aber diese Matten dann trotzdem so perfekt zueinander ausgerichtet sind, dass man keinen Faserverschub hat. Und das macht es halt wirklich so aufwendig. Gute Frage. Wird die Limo im gleichen Umfang genutzt wie die alte oder Show and Shine? Nur Show and Shine auf gar keinen Fall. Jeder, der mich ein paar Jahre kennt, weiß, wie gerne ich die Autos nutzen, wenn sie funktionieren. Das heißt, natürlich werde ich mit diesem Auto nicht zur Eisdiele fahren oder Brötchen holen, aber ich werde definitiv das Auto nutzen. Das heißt, das, was mich am meisten reizt mit diesem Auto, ist definitiv wieder die halbe Meile fahren. Das werde ich auch machen. Und genauso reizt es mich natürlich auch ein bisschen am Wörthersee rumzufahren und einfach zu sehen, wie das Auto so ankommt, wie es so fährt, was ihr so denkt, wie ihr es feiert. So die Sachen. Euch zu zeigen, dass es funktioniert, das ist auch ein Riesenpunkt immer am Wörthersee. Da kann man halt immer schön zeigen, dass ein Auto auch funktioniert, weil wenn ein Auto am Wörthersee funktioniert, dann funktioniert es überall, weil von Stau in Stau fahren ist halt einfach immer die Hölle. Ein weiterer Punkt. Was sagst du dazu, dass so viele an die wunderschöne Limo fassen, teilweise sogar Türen öffnen? Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe euch immer zu 100% vertraut. Das heißt, ich habe immer gesagt, nein, wir brauchen keine Absperrung. Ich habe eine starke Community hinter mir, eine sehr starke Community. Die machen keinen Blödsinn mit meinem Auto. Das hat auch immer funktioniert. Wir haben noch nie einen Messeschaden gehabt, muss man wirklich sagen. Fettfinger auf dem Lack, manche tun immer so, als wenn das ein Weltuntergang wäre. Ey, ganz ehrlich, wenn ich mit dem Ding einmal 350 über den Flugplatz gefahren bin, sind die Fettfinger am Ende das geringste Problem. Deswegen auch da kein Problem. Das Einzige, was mich persönlich dann auch ein bisschen schon enttäuscht hat, ist, dass man wirklich anfängt, Türen aufzumachen, Heckklappe aufzumachen, Heckklappe runterfallen zu lassen und so. Das geht dann schon ein bisschen zu weit. Das gefiel mir natürlich nicht ganz so. Aber der Punkt, dass man eine Absperrung ums Auto braucht, sehe ich nicht so, weil wir hatten da wirklich nur positive Erfahrungen. Sehr interessante Frage. Wie viel hat der Wiederaufbau bis jetzt gekostet? Kann ich ehrlich gesagt so gar nicht beantworten, weil dieser gesamte Aufbau natürlich aus, ich sag jetzt mal, aus Freundschaft entsteht. Das ist jetzt ja nicht so, dass ich das Auto irgendwo hinstelle und sage, einmal machen. Wenn ich das tun würde, wäre es wahrscheinlich schon fertig. Machen wir aber nicht, sondern wir bauen mit allen beteiligten Firmen, ich denke, ihr merkt das auch, deswegen werden ja auch die Videos so gut, machen wir das wirklich nicht aus dem Zwang heraus, sondern komplett einfach aus der Freundschaft raus. Das sind alles Charaktere, egal in welcher Firma, die haben alle ihre persönliche Meinung, haben alle ihr persönliches Engagement und natürlich auch ihr persönliches Know-how. Und daraus ist halt dieses krasse Projekt entstanden. Das heißt, man kann das in Kosten gar nicht beziffern. Aber wenn man da nur ansatzweise so drüber nachdenkt,
Wenn ihr jetzt bei Artium die ganzen Carbon-Teile für dieses Auto bestellen wollt, die gibt es ja alle zu kaufen, sind das schon mal ungefähr über den Daumen gepeilt 20.000 Euro Carbon-Teile, was ja kein Geheimnis ist. Wenn ihr ein Auto, wenn ihr diese Karosse so weit erstmal machen wollt, das heißt entlacken lassen, neu abdichten, KTL beschichten, innen lackieren, außen lackieren, Seitenteile einsetzen, Dach einsetzen, diese ganzen Karosseriearbeiten sind garantiert auch locker 20.000 Euro in Summe, wenn so werden soll. Dann die ganzen Achsen, Keramik, Felgen, dies, das, jenes. Also 100.000 Euro kommen da wirklich schon definitiv sehr schnell zusammen und das ist dann wirklich alles noch wenig gerechnet. Weil wenn, ich habe vorhin eine Zahl in den Raum geworfen, 1.000 Stunden. Wenn man diese 1.000 Stunden zu einem normalen, ich sag jetzt mal, Werkstatt, Verrechnungssatz, wie auch immer, von, erschlagt mich jetzt nicht, 60 Euro rechnet, sind selbst das ja schon 60.000 Euro. Also so ein Projekt kann man einfach nur durchziehen. Also man kann das wirklich, glaube ich, nur durchziehen, wenn das einfach so aus Zusammenarbeit und Freundschaft entsteht. Sonst ist das Ganze einfach unbezahlbar am Ende. Gibt es jetzt schon was, was du lieber anders gemacht hättest? Einen einzigen Punkt gibt es, den ich hätte gerne anders gemacht, wo ich noch nicht ganz so happy mit bin. Das ist, viele von euch sind auch zu mir angekommen. Das ist die schwarze A-Säule. Das ist ja auch das letzte Teil Außenhaut in Blech. Ich bin absolut jemand, der sowas niemals in Carbon beschichten lassen würde. Das heißt für mich standfest, erstens, das Auto muss schwarz werden. Zweitens, wir laminieren nicht die Säulen über, damit sie wie Carbon aussehen. Das ist aber der einzige Punkt an dem ganzen Auto, wo ich sage, dass wir jetzt 2 Jahre später vom Know-how her so weit wären, dass man theoretisch hätte auch dieses Stück Blech auch noch in Carbon ersetzen können. Dass es wirklich von der Außenhaut her komplett Carbon wäre. Das wäre ein Punkt, den man hätte machen können. Damals nicht. Artiums Ofen war zu klein. Chris war sich auch noch nicht ganz sicher mit Lackieren und Übergängen und so weiter. Jetzt 2 Jahre später. Allerdings wäre das ein Punkt, den man, wo es mit Sicherheit eine Lösung für geben würde. So, je weiter ich jetzt in der Liste komme, sehe ich einfach, dass die meisten der Fragen sinnbildlich auf jeden Fall schon beantwortet wurden. Eine Frage, welche definitiv noch geht, welches Gewicht zielst betriebsfertig bei der RSV Limo an? Das alte Auto hatte ungefähr 1400 Kilo. Ich ziele mit dem Auto schon in Richtung 1200 Kilo betriebsfertig. Das ist eine Zahl, die ist krass für so ein Auto. 6-Zylinder Allrad. Aber ich denke, wenn wir das weiter konsequent durchziehen, müssten wir in dem Bereich eigentlich am Ende landen. Auch eine Frage, obwohl wir da eigentlich ein Video schon so gemacht haben. Wie habt ihr den Übergang von der Seitenwand in der C-Säule so schön hinbekommen? Müsste eigentlich Chris fragen. Der ist auch am Wochenende mit auf der Messe. Eigentlich ganz einfach. Natürlich alles schön sauber gespachtelt, mit einem speziellen Spachtel. Und dann ist das mehr so eine Airbrush-Kunst. Das heißt, man nimmt schwarze Farbe und nebelt das ganz vorsichtig immer weiter drauf, bis man den Übergang halt schön findet. Also es ist einfach ein Übergang mit Farbe. Das heißt, der Übergang fängt bei 0% schwarz an und ist am Ende 100% schwarz. Wirst du einen geschlossenen Unterboden installieren? Werde ich definitiv machen, bin ich auch absoluter Fan von, weil ich weiß, wie viel es bringt und jetzt, wo die Reserveradmulde hinten raus ist, kann ich auch das Ganze umso krasser machen. Also da wird es auf jeden Fall gute Videos zu geben. Ich habe nämlich mittlerweile auch einen Prüfstand gefunden, an dem wir Luft unterm Auto simulieren können, zumindest bis 160 km/h. Das heißt, da können wir mal richtig mit Fähnchen und Highspeed-Kameras mal richtig gucken, was da eigentlich so passiert. Ist das richtig Highspeed oder ist es dann eher Lowspeed? Gute Frage, ne? Genau, aber ist das dann Low Speed oder High Speed? Also, wenn wir möglichst viele Bilder pro Sekunde haben, um zu sehen, was der Faden so macht? Mit hoher Framerate, okay, scheißegal. Viele Bilder pro Sekunde, ob High Speed oder Low Speed. Ist egal. Slow-Mo-Kamera. Super Slow-Mo-Kamera. Letzte Frage. Nochmal eine besondere Frage. Ich denke, dann haben wir auch zum Thema RS4 Limo erstmal wieder ganz gut abgearbeitet. Lukas fragt, Hand aufs Herz, kann die neue Limo deine alte Limo ersetzen oder würdest du neu und alt tauschen? Frage, die ich sofort wie aus der Pistole geschossen beantworten kann, ich würde sofort die alte Limo zurücknehmen. Ich weiß, wie cool das ist und ich weiß es auch zu schätzen,
dass dort jetzt eine Vollcarbon-Limo steht. Aber jedes Mal, gerade in der jetzigen Zeit, weil ganz viele von euch haben auch alt und neu gepostet als Bild, wenn ich die alte schwarze Limo da sehe mit dem Alu-Paket und den 20 Zoll, wie sie 2019 auf der Messe stand, war das Auto für mich einfach perfekt, so wie es da stand. Optisch als auch technisch schon relativ gut dran. Jetzt ist es natürlich voll eskaliert und einfach 10-mal extremer. Aber das alte Auto war einfach mein altes Auto über 10 Jahre. Damit bin ich groß geworden, damit habe ich Erfahrung gesammelt, damit habe ich euch alle kennengelernt. Wenn ich es tauschen könnte, würde ich es definitiv sofort wieder machen. Ja, mit diesen Worten verabschiede ich mich für heute. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr fand die Art von Frage-Antwort-Video ganz cool. Wir konnten komprimiert ziemlich viel Inhalt rüberbringen. Und damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.